Liebe Festspielgäste, im Moment schon Auto zusammenstoßen, entsteht Tragikomödie. Ganz in der Manier der Audi-Flotte fuhren sie direkt am großen Festspielhaus vor, die Gehzeuge vom Salzburger Verein Verkehr. Das Gehzeug, ein einfaches Gerüst aus Holzlatten und Trageriemen, verpestet zwar nicht die Umwelt und macht auch keinen Lärm, aber es braucht Platz. Und genau darum geht es den Initiatoren, die auf die prekäre Verkehrssituation in Salzburg aufmerksam machen möchten. Ja, Salzburg ist an sich eine wunderschöne Stadt. Sie hat aus meiner Sicht einen Fehler, sie hat zu viele Autos. Und da hat es einen Verkehrsplaner gegeben, Hermann Knoflacher, der hat schon vor 20 Jahren Gehzeuge gebaut. Wie man sieht, erkennt man das daran, es ist wie ein Fahrzeug, nur wir gehen drinnen und beanspruchen jetzt einmal so viel Platz, wie sonst die Autos haben. 4,30 Meter mal 1,70 Meter, um genau zu sein, verbraucht das Gehzeug exakt so viel Platz wie ein Mittelklassewagen. Platz, in dem Mensch sich eigentlich frei bewegen können sollte, so die Veranstalter. Weniger Verkehr, mehr Platz für die Menschen. Ja, es ist natürlich, wenn ich mit so einem Gehzeug auf der Straße gehe, das ist völlig verrückt, das ist ganz klar. Ich würde auch freiwillig niemals mit dem Gehzeug zu Fuß gehen, weil es einfach ungut zum Gehen ist. Einerseits vom Tragen her, andererseits ist es ein tolles Gefühl, weil man mitten auf der Straße geht. Man hat auf einmal das Gefühl, was man sonst nie hat, nämlich mitten auf der Straße. Dort geht man nur mitten in der Nacht, wo man vielleicht fortgehen kann, weil sonst ist dieser Platz für die Autos besetzt. Bereits in der Vergangenheit hat der Verein Verkehr spektakuläre Aktionen gestartet, um auf die Verkehrssituation hinzuweisen. Wie etwa mit dem Maifest mitten auf der stark befahrenen St. Julienstraße oder dem Platzvergleich auf der Staatsbrücke. Mit den Gehzeugaktionen möchte der Verein eine ernsthafte Diskussion lostreten. Das hehre Ziel wäre einfach, Bewusstseinsbildung zu machen. Einfach, ich würde gern mit Menschen diskutieren, wie wir in einem öffentlichen Raum die Straße gestalten. Die Straßen sind unsere Lebensadern, die sind extrem wichtig, wie wir es gestalten. Momentan sind die meisten Straßen fürs Auto da, für Menschen im Auto, und der Mensch zu Fuß flüchtet dann, ist klar. Wenn 20.000 Autos auf der Straße sind, dann fühlt man sich nicht mehr wohl. Um das zu vermeiden und dem Verkehr zu entgehen, haben einige Salzburger ihre eigene Strategie entwickelt. Oder aber bereits resigniert. Ja, mit dem Radl geht es wie gesagt eh nur am besten, an der Salzach entlang. Aber zu Fuß und mit dem Radl ist oft schwierig, wenn man sich durch die Touristenmassen quetscht. Es ist einfach so im Sommer, damit muss man ein bisschen mehr Zeit einrechnen. Andere wiederum sind Schlimmeres gewohnt. Sehr rücksichtsvoll, die Salzburger Autofahrer gegen die Wiener. Das ist gegenüber, wirklich wahr. Ich sage immer, je näher man auf der Autobahn nach Wien kommt, desto schlechter wird es. Okay.